Inside at last. Good job. Let's see what's going on here. Ah, Skillpunkt. Zoomen wollen wir erstmal nicht. Steady Grip. Also das nächste Level wäre ganz cool, aber da haben wir leider nicht mehr genug Skillpunkte. Verteile ich erstmal den einen Skillpunkt auf den Bogen. Können wir wenigstens ranzoomen. Locken wir den noch ein bisschen Geräuschen an. Oh. Jetzt hat er uns gesehen. Ah, Duell gewonnen. Und ausgeschaltet. Wie konnte der uns eben treffen? Seltsam. Ich glaube, die Aufnahme ist ein bisschen dunkel. Eine Sekunde, Freunde. Ich mache das mal ein bisschen heller. Adjust Brightness. Oh ja. Ziemlich dunkel. So, jetzt könnt ihr, glaube ich, auch ein bisschen besser sehen hier. Und ist nicht ganz so dunkel für euch. Das Spiel ist wirklich doch im dunklen Bereich auch sehr dunkel gehalten. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal den Lord irgendwo finden. Out of Robin Wagon Caravans. Huh? Don't move, buddy. Echt seltsam, dass sie hier überall im Keller solche Spikes liegen haben. Die andere Leiche blockiert. Mana-Trank kann man immer mal gebrauchen, wenn man mal später ein bisschen zaubern will. Aber jetzt noch nicht. Was ist das? Antidote. Wenn man vergiftet wird, ist das ganz nützlich. Das wird später im Spiel ziemlich oft gebraucht, glaube ich, wenn man sich gegen die Spinnen auflehnt. Jetzt nicht, aber wenn man jetzt gegen die Spinnen kämpfen muss. Pretty good looting here. Much better than slim pickings for more to eat. What was that? You won't make it. Feuer. Komm, du auch. Sehr schön. Nur hier noch Pfeile mit. Ist hier sonst noch was? Mana Potion. Schrank. Mit was zu essen. Wie gesagt, Essen ist immer gut. Nehme ich das Ganze mal. Aber auch fast schon wieder. Ah, aber schon 30 HP wieder. Fisch. Fisch. Leak. So, dann werden wir mal weitergehen. Don't move, buddy. Feuer ist, kann man die Gegner eigentlich ziemlich einfach aus dem Spiel nehmen. Hinten ist ein Bogenschütze. Get me some help here. So. Wie ihr gerade eben gesehen habt, wenn ich sprinte und dann... wenn ich sprinte und dann auf den Gegner eintresche, dann stoße ich den erst mit meinem Schild zurück. Und, ja, der kann mich erstmal nicht angreifen, was ziemlich Vorteil sein kann. Sonst gibt's hier nichts mehr. Da ist eine Tür.
What was that? Move to his right. Komm. Das hat mir gefallen. Ah, verdammt. Den einen hat's erwischt. Und die anderen zwei auch. Sehr schön. Kommt den einen noch? Sehr schön. Vielen Dank, lieber Kronleuchter. Was noch einer? Den kicken wir ins Feuer. Oder lassen nochmal den Kronleuchter ran. Heiltrank ist auch immer gut. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Schauen wir mal. Ah ja. You won't make it. Oh, vorbei. Könnte jetzt die Leichen hier noch wegschaffen, aber bringt mir nicht so viel. Ich will ja nicht schleichen. Did I hear something? Did hey, die. Rush him. Oh, das ist noch einer. Wenn ihr dieses Leuchten seht, dann habt ihr so eine Art Rage-Mode, der sich aufgeladen hat. Und mit dem Rage-Mode kann ich mit einem Schlag den nächsten Typen killen. Wie ihr es hier gesehen habt, den habe ich enthauptet. Ah, hier geht's weiter. So, dann machen wir mal kurz einen kleinen Stopp, speichern und ja, dann sehen wir uns im nächsten Take. Bis dann, ciao!